Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Live-DM-Haul. Wie ihr sehen könnt, ich habe mich hier gerade irgendwie voll dreist einfach in die Kasse gesetzt. Wir sind nämlich vor Ladenöffnungszeit hier und dürfen komplett alleine einkaufen. Und ich freue mich schon wirklich mega drauf. Und wir haben auch heute ein besonderes Thema. Und zwar ein DM-Haul für die Sommerferien. Weil wenn dieses Video online geht, werde ich schon mit Laura zusammen auf Teneriffa sein. Und ich habe mir so eine schlaue Einkaufsliste hier geschrieben und die ganzen Sachen brauche ich und werde ich heute hier einkaufen. Und jetzt kommt das Beste und zwar, ich werde alles, wirklich alles doppelt kaufen, damit ihr praktisch genau dasselbe, was ich mir kaufe, auch gewinnen könnt. Und wie das alles funktioniert, das werde ich euch am Ende vom Video erzählen, also bleibt am besten dran. Und ja, ich freue mich schon mega drauf und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's zum Einkaufswagen. Feste. Oh mein Gott, erstmal muss ich euch zeigen, dass es hier wirklich komplett leer ist. Ich feiere das gerade so. Womit fangen wir denn mal an? Ich möchte nur anmerken, ich habe auf meiner Liste... Süß. Okay, Aufgabe Nummer 1 auf meiner Liste sind Wachsstreifen. Und zwar für die Bikini-Zone, also halt die kleinen, weil für den Urlaub halt. Und für die Augenbrauen, das sind so ganz winzige für hier. Die benutze ich auch ganz gerne. Die müssen wir jetzt erstmal suchen. Du hast echt keine Ahnung, wo du hingehst, oder? Nein, da, guck, meine Intuition hat mich nicht geleitet. Alles Zufall. Also das sind schon mal die für die Augenbrauen, die ich benutze. Und dann die Bikini-Dinger. Ich glaube, irgendwie sahen die früher anders aus. Okay, nächste Aufgabe. Sonnencreme, und zwar in groß und auch in mini. Ich weiß wo. Hier links. Ich habe mich geirrt. Rechts. Hier. Okay. Was nehme ich denn mal mit 30er? Du kriegst schnell einen Sonnenbrand. Ich glaube, ich habe mich entschieden. Ich nehme das hier mit. Das ist nämlich ein Vorteilspack. Das hat auch noch eine April-Lotion dabei. Und irgendwas Gelbes zum Aufpusten. Was ist das? Eine Schwimmblüte? Nee, Luftkissen. So, kann man sich dann damit so in den Sand legen und den Kopf ablegen oder so? So sieht das wirklich aus. Egal. Aber das kommt auf jeden Fall mit. Und übrigens wäre damit dann auch der nächste Punkt auf der Liste erledigt. Jetzt brauchen wir nur noch Mini-Sonnencreme, weil die ist echt immer praktisch zum Mitnehmen. Ich weiß sogar, wo das ist diesmal. Boah, guckt euch an, wie ordentlich und unberührt das noch so morgens aussieht. Hier die, glaube ich. Sensitiv. Und ich brauche aus der Mini-Abteilung auf jeden Fall noch eine zweite Sache, und zwar Rasiergel, weil ich nie Lust habe, so diese ganz großen Tuben oder Dosen mitzunehmen. Ich glaube, ich nehme die von Gillette. Dein Wagen steht rechts. Okay, wie ihr sehen könnt, hier sind die ganzen Gesichtsmasken und ich habe mir auf jeden Fall auf meine Liste auch draufgeschrieben, dass ich irgendeine Maske haben möchte, die Feuchtigkeit spendet. Boah, und ich sehe hier echt jede Menge neue, zum Beispiel die hier mit Wassermelone oder die mit Kirsche. Ah, ich bin überfordert. Oh, guck mal, das ist ja auch irgendwie ganz was Neues. Das ist echt interessant. Ich habe mir das gerade mal hinten durchgelesen. Und zwar drückt man halt die Flüssigkeit so nach oben und dann vermischt die sich mit dem Pulver. Also da bin ich echt mal sehr gespannt, wie das so auf der Haut sein wird. Und wenn wir schon mal hier sind, dann nehme ich auch gleich so Reinigungstücher fürs Gesicht mit. Die finde ich nämlich besonders im Urlaub immer praktisch zum Abschminken. Und ich wollte euch auch noch sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr den letzten Live-DM-Haul so gut bewertet habt. Ich glaube, der hat mittlerweile so 50.000 Daumen nach oben. Das hat mich mega gefreut. Also falls ihr euch auch noch einen Teil 3 wünscht, dann bewertet das Video einfach wieder, dann weiß ich Bescheid. Und ja, ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Oh mein Gott, guckt euch das an, das ist einfach kein Mensch hier. Also ich wollte auf jeden Fall noch eine wasserfeste Mascara mitnehmen. Ich überlege nur gerade, welche ich mitnehme, weil ich mag eigentlich total gerne hier diese Rocket von Maybelline. Oder ich probiere die hier, Lash Sensational in wasserfest. Die hatte ich mal in normalen, die war echt ganz gut. Also die bekommt auch auf jeden Fall einer von euch. So, jetzt stehe ich hier vor dem NYX-Regal. Ich wollte nämlich auf jeden Fall auch irgendwie so eine getönte Lippenpflege mitnehmen. Aber ich weiß gar nicht, ob die sowas haben. Aber ich möchte eigentlich unbedingt was von NYX mitnehmen, weil es bei uns nie die NYX-Stände gibt. Das sieht nach Lippenstift aus. Ja, ja, aber es soll ja kein Lippenstift sein. So, die decken ja richtig stark. So, warte, kann ich dir mal zeigen. Sehr gut. Hey.
Okay, warte, aber das ist nur, weil der nicht eingetröckelt ist. Warte, der. Hä? Ja, weil der so hell ist. Weil der ach so, natürlich. Mhm. Okay, nachdem du dir deine ganze Hand bemalt hast, bist du der Auswahl näher gekommen. Nein. Ja doch, komm, ich nehme jetzt die Farbe mit. Nein, davon gibt es nur eine. Okay, dann habe ich Pech gehabt. Dann nehme ich einmal die mit und einmal die. Die sind eh relativ ähnlich. Ich möchte viel lieber die mitnehmen, glaube ich. Und was ist das? Auch wasserfeste Mascara, aber halt diese Schmetterling, die hatte ich letztens mal. Die war richtig gut. Okay, ich tausche die Mascara jetzt mal aus. Ich überlege gerade, was so der Unterschied zwischen den beiden ist. Puh, wen fragst du das? Mich selbst. Ich überlege nur, ob ich hell oder dunkel nehmen soll. Also, ich glaube eher tatsächlich das Dunklere. Wobei, eigentlich sollte man das ja im Gesicht testen. Okay, ich glaube, ich nehme dann die hier mit. Getönte Feuchtigkeitspflege. Dann habe ich hier noch als Punkt stehen Mamas Aufgabe. Und das ist eigentlich ganz lustig. Und zwar hat meine Mama auch meinen letzten Live-DM-Haul gesehen. Und dann meinte sie so, hey, für den nächsten habe ich auch eine Aufgabe für dich. Und jetzt habe ich das irgendwie ohne Aufgaben gedreht. Aber ist egal, weil ihre Aufgabe wollte ich irgendwie trotzdem mit reinnehmen. Und zwar hat sie sich gewünscht, ein Mutter-Tochter-Produkt. Können in die Babyabteilung gehen und... Achso, du meinst, wenn das für die Tochter noch ganz klein ist, oder was? Ja, na klar. Das ist echt irgendwie süß, aber ich glaube, daran hat sie nicht gedacht, aber warum nicht? Lass uns ein Babygläschen mitnehmen. Wow! Das ist das erste Mal, dass ich Aufzug im DM fahre. Das würde ich gerade auch sagen. Ach, hier ist der Ton ganz anders. Boah, sowas schmeckt so, so lecker, diese Fruchtpürees. Ich habe mich entschieden. Das sieht irgendwie voll niedlich aus. Fruchtbar? Ja, ich kann mir das vorstellen, dass man das auch als Mutter gerne isst. Ach ja? Okay. Warum nicht? Ich bin auch erwachsen und esse es gerne, denke ich. Nicht, dass ich es schon probiert habe, aber... Nein, du wirst niemals Babyfruchtpüree essen oder Babysaft. Boah, früher hatte ich richtig Angst vor Aufzügen. Jetzt nicht mehr. Ja, das hat man gesehen. Und dann sind wir auch schon beim letzten Punkt auf meiner Liste. Und zwar kein DM-Haul ohne Tee. Und ich nehme einen mit, den hatte ich schon ganz häufig. Türkischer Apfel. Der schmeckt richtig, richtig lecker. Fertig! Yay! Toll, jetzt sind wir so früh hier. Hauptsache, es ist keiner an der Kasse, weil der Laden noch nicht geöffnet hat. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, um 9 machen die auf, also haben wir noch eine Stunde. Oh, yay. Das habe ich mir schon immer gewünscht. So Leute, ich bin jetzt mit den ganzen Einkäufen wieder zu Hause. Und ich habe auch schon eigentlich gerade versucht, das alles irgendwie zu sortieren, aber ich weiß nicht, ob mir das so gelungen ist. Hier seht ihr das nochmal alles schön im Überblick. Und ja, wie schon am Anfang von diesem Video gesagt, ich möchte die ganzen Sachen, oder zumindest die Hälfte davon, die ich nicht mitnehme, halt auch unter euch verlosen. Und zwar wird die Verlosung wieder wie beim letzten Live-DM-Haul stattfinden, auf meinem Instagram-Account. Falls ihr mir da noch nicht folgt, ich habe euch unten einfach den Link dazu gelassen. Ich heiße da Barbara Sophie mit Unterstrich, also eigentlich wie auf YouTube, nur am Ende noch ein Unterstrich. Und da findet ihr dann dieses Foto hier und das sollt ihr einfach liken und mir dann einen Kommentar schreiben. Aber ich werde einfach unter dieses Foto alle Teilnahmeregeln schreiben. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, ihr hattet Spaß an dem Video. Ich würde mich wie gesagt mega über einen Daumen nach oben freuen, falls ihr euch noch einen Teil 3 wünscht. Und ansonsten lasse ich euch jetzt am Ende noch meine letzten Videos hier und auch so einen Button, wo ihr einfach meinen Kanal abonnieren könnt, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das würde mich auch mega freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht es gut und ciao!